Hallo, da sind wir wieder! Moin! Oh! Das ging mal dezent daneben. Nicht in die Richtung von dem Herrn, dem es eigentlich gebührte. Hat er gesagt, noch Faust gegen Faust. Feige Radarsch. Gib ihm! Okay, ja, ich musste das wenigstens eben wegen der Entfernung rauskriegen. Ist er da hinten? Ja, ist er. Ach, da, ja, ja, genau. Warum musst du den Koffer eigentlich nicht dann zum Prügeln wieder? Wird auch eine Idee, oder? Kann ich nicht, Mann. Bin einfach zu schlecht. Ja, ich hab ihn auch gerade gesehen. Ich hab ihn gar nicht gesehen. Suchst du verzweifelt nach einer. Ja, das war eine gute Idee, Bunke. Oh! Was? War knapp, aber was? Wieso halte ich die Luft an? Nein, was nicht. Ach, da. Jetzt bist du super rein. Wie er ihn passend vor ihm losgelassen hat. Ich stell mal kurz mein Körbchen ab. Schön den Tier rein. Warum Amerikas Kraft wiederherstellen, wenn man damit nur das Unumgängliche aufschiebt? Wie sieht's aus, Sam? Wow. Ich brauche das Gewehr nicht, Sam. Ja, jetzt muss ich mir das nur hinkriegen, vernünftig zu parieren. Weil ich letztes Mal nicht darauf geachtet habe, was ich drücken muss. Und es diesmal nicht starr steht, schön. Ah! Ja, zwei. Ah, genau. Das ist so schnell da, das kann man kaum lesen. Wo ist er? Da ist er. Wie ich um ihn rumgetanzt bin. Das ist aber lustig auch auf jeden Fall. Nee, klappt nicht immer. Nee, klappt nicht immer. Ja, dann sehen wir zu, dass du irgendwie ein Krippenbiot irgendwie jetzt organisierst. Gleich mal. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Sind hier überall mal irgendwo. Da zum Beispiel. Füße. Wir tun hier auch nichts, ne? Hey, du!
war nicht schlecht. Sag mal, alter Lehrmeister, mal den Handoff geben. Granate? Ist auch ein... Weißt du, ich kann dich auch ohne Waffe, ne? Aber dann schmeißt er Granaten. Das ist so eine Fotze, ey. Nein! Nein! Och Mann, warum nimmst du denn das Ding so spät in die Hand? Alter! Wir haben alle Zeit der Welt, wenn dir egal ist. Wie passt die Aussage gerade mal? Mach ihn fertig, Mann! Gib ihn richtig, Alter! Sie hat, sie hat! Granate, Tue! Sehr gut. Oh. Ernsthaft? Oh, wirklich doll ist sie nicht, Granate. Du langweilst mich, Sam. Was? Sam! Du verstehst es einfach nicht. Oder? Du kannst das nicht aufhalten. Niemand kann das. Wir haben Doom, Sam. Das Ganze konnte nur auf eine Art enden. Also komm schon! Oh, wie geil! Ein Beat'em Up! Beat'em Up, ist das geil, ey! Ich könnte. Ich kann nicht blocken! Oh, ist das geil! Ist das irre, ey! Jetzt blockt er. Da geht meine Ausdauer aber nicht hoch. Verdammt. Also ein Arsch, ey. Er macht aber auch nichts, ich finde das so geil. Oh Gott! Das war gut. Das kann ich auch. Mortal Kombat. Alter. Super geil, Alter. Ich bin schon wirklich viel über das Spiel, aber das ist ja der Hammer, ey. Den Trick kann ich auch, sagt er.
Oh, ist das gemein aus der Sicht. Muss ich umdenken wegen den Blocken. Oh, ich kann es drehen. Ist natürlich gut. Komm, ich bin der Triggerfinger, Alter. Das ist nichts für mich. Scheiße, scheiße. Ach komm, das ist doch Absicht. Meinst du, wenn du nichts drücken würdest, würde auch nichts anderes passieren? Du bist ja ganz schön angegangen, Mr. Affephosmophobie. Tja, mein Glückwunsch. Du hast das Spiel gewonnen. Gar nichts aufgehalten. Also, mach nur. Ach ja, da war ja noch was. Ich habe wohl einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich bin fragile. Aber ich bin nicht so fragil. Dieses Mal bist du derjenige, der zerbricht. Ist das so? Ich denke, du wirst merken, dass unser Band stärker ist. Mehr Kraft, verdammt! Oh, was ist das? Du bist ja schon zerbrochen. Was zum Teufel? Ich bin Hex. Ich bin das Gottesteilchen, das die gesamte Existenz durchdringt. Was bist du? Schätzchen, du bist bloß beschädigte Ware. Du bist die beschädigte Ware. Oh.
Ich brauche da nichts zu sagen. Es ist unfucking fassbar. Aber ich will mal eben die Party leiser machen. So, ich hoffe, das hat geklappt. Nimm das als Zeichen. Nimm sie mit. Sag denen mit lebenslänglichem Botensyndrom, was passiert, wenn man eine Maske aufsetzt. Nein. Behalt du sie. Sie sollten das besser von der Frau selbst hören. Und noch etwas. Ein kleines. Ich habe es mir als Ausrüstung vorgestellt und hergebracht. Würdest du? Ich hasse Babysitten. Wohin soll ich dich schicken? Zurück nach Osten? Er braucht deine Hilfe nicht. Er hat das chirale Netzwerk. Und er hat mich. Wir springen zusammen nach Osten. Der Glückliche. Wir wissen zu schätzen, was du für uns getan hast. Echt. Aber wir kommen zurecht. Außerdem braucht man dich bestimmt bei Fragile Express. Ja. Wer könnte die kaputten Teile besser aufspüren und wieder zusammenfügen? Mit weniger als Perfektion wäre ich niemals zufrieden. Fragile? Wir sind quitt. Wir schulden uns nichts. Es gibt nichts mehr zu sagen. Bis dann, Sam. Komm schon. Gehen wir. Wir haben noch zu tun. Glaubst du noch an mich? Auch ohne Higgs bin ich noch eine Zeitbombe. Ich kann alles beenden, einfach so. Aber was ich will, was ich immer wollte, war ein Teil davon zu sein, dass wir alle eins sind. Was? Sag mir die Wahrheit. Geht's hier um dich oder um Bridget? Es geht um unser Land. Unsere Zukunft, das ist die Wahrheit. Es gibt etwas, das du wissen musst, Sam. Als du im Osten warst, habe ich dich von hier aus besucht. Was? Du hast gelogen? Scheiße. Weißt du, was ich anstellen muss, um herzukommen? Du wärst sonst nicht gekommen, Sam. Du hattest kein Interesse an Amerika oder Bridges. Aber eine Sache war dir nicht gleichgültig. Etwas, für das du bereit warst, einen Kontinent zu überqueren. Ein Grund für den Aufbau der UCA. Es war Die Hard Mans Idee. Großartig.
Also bin ich Mario und du Prinzessin Peach. Du hast recht. Dieses Land war mir immer scheißegal. Ich habe zu absolut nichts eine Bindung. Nur zu dir. Tut mir leid, Sam. Aber am Ende hat es funktioniert. Ich schätze, das hat sich erledigt. Ich weiß, dass du Fragen hast, aber können wir das verschieben? Auf später? Na klar. Gehen wir nach Hause. Wie stellen wir das an? Springen wir wie Fragile? Nein, wir nutzen den Strand. Wir rennen zusammen. Rennen? Ja. Wie Mario und die Prinzessin am Strand. Warte hier, okay? Präsidentin Bridget Strand, du hast mich also endlich an den Strand eingeladen. Erinnerst du dich? Es ist dieselbe Waffe. Und jetzt bringe ich mit ihr die Dinge in Ordnung. Du solltest die Welt wieder vereinen und nicht kaputt machen. Also schön. Dann tu es. Es gibt keine Sühne. Nicht für uns. Ist es wirklich du? Joe? Joe? Ja. Ich bin es. John. Weißt du doch? Es tut mir leid. Es tut mir so leid.
mein Bibi wieder. Du suchst hier am falschen Ort. Bibi! Blub, blub, blub. Speicherdaten laden? Was ist das denn? Ich trau mich nicht. Was soll schon passieren? Und ich saß hier gerade noch und dachte mir, na, sehen wir jetzt wieder den Popo vom BB? Ja, ich auch. Falsch gedacht. Oh, Pop. Oh, das ist echt bitter, ey. Ich will gar nicht wissen, was jetzt kommt. Vor allen Dingen, weil das ja diese Puppen sind bezüglich Cliff. Ne? Genau das. Ich bin's. Tut mir leid, ich wollte dir keinen Schreck einjagen. Wo bin ich? Östlich vom Teergürtel. Dein privater Raum. Du darfst dich bei Amelie bedanken. Wo ist sie? Das wissen wir nicht. Ist sie nicht zurück nach Osten? Nein, sie hat dich versorgt und uns dann über das Haku eine Nachricht hinterlassen. Und was hat sie gesagt? Ich werde beenden, was... Nur das und dann... weg. Bridget. Ich habe Bridget am Strand gesehen. Sam, bitte. Du hast ihre Leiche doch selbst verbrannt. Sie wäre nicht am Strand geblieben. Unmöglich. Nicht einmal am Strand ihrer Tochter. Check die Protokolle. Die hast du doch, oder? Tut mir leid. Wir haben nichts dazu. Unsere einzige Aufzeichnung ist in deinem Kopf. Woran erinnerst du dich noch? Dieser Typ war auch da. Cliff. Er nahm Dai Hartman als Geisel. Den Direktor? Den Teil glaubst du mir? Na, das würde erklären, wieso wir so lange nichts mehr von ihm gehört haben. Er war mir immer suspekt. Aber so langsam kristallisiert sich ein völlig anderes Bild heraus. Etwas hat mir nämlich keine Ruhe gelassen. Wir sind von der Annahme ausgegangen, dass Higgs Cliff kontrolliert. Aber das kann unmöglich korrekt sein. Denn Higgs ist aus dem Spiel und Cliff macht immer noch Ärger. Du hältst Cliff für den Drahtzieher? Ja. Wahrscheinlich hält er Amelie und den Direktor am Strand gefangen. Dann muss ich dorthin.
Augenblick. Wo ist Fragile? In Sicherheit, hier bei uns. Aber solange du da drüben bist, kann sie dich nicht zum Strand schicken. Was? Du musst das verstehen, Sam. Als du bewusstlos warst, hat sich die Lage drastisch verändert. Wir erklären dir alles. Versprochen. Aber ruh dich erstmal aus. In Ordnung? Scheiß auf Ozone. Ich gehe zu diesem Strand. Und Klein Lou braucht wohl auch keine Pause, richtig? Sam, du hast uns geholfen, das chirale Netzwerk von Küste zu Küste auszubauen. Und dich um Higgs gekümmert, den Erzfeind der UCA. Ohne dich wären wir niemals so weit gekommen. Doch eine letzte Sache bleibt noch. Wir müssen einen neuen Präsidenten vereidigen und eine funktionierende Regierung aufbauen. Erst dann ist Amerika wieder vereint. Spar dir das für jemanden, auf den es interessiert. Mein Teil ist getan. Scheiß auf Amerika. Wir haben jetzt größere Probleme. Verstehe, Sam. Die Regierung ist momentan unsere geringste Sorge. Cliff hat Amelie. Also könnte es schon morgen nichts mehr zu regieren geben. Sofern es einen Morgen gibt. Wieso sind wir da nicht da draußen und unternehmen etwas? Egal, was sie ist, wir holen sie zurück. Du hast recht. Amelie zu retten und das sechste Aussterben abzuwenden ist ein und dasselbe. Aber das wird erst dann möglich sein, wenn du zurück in den Osten kommst. Es steht uns natürlich nicht zu, dir Befehle zu erteilen. Aber glaub mir, es ist wirklich der einzige Weg. Sam, alle sind hier außer dir. Fragile hat uns ins Hauptquartier zurückgebracht. Geht's dir gut? Ging mir nie besser. So viele Menschen in so kurzer Zeit zu transportieren, ist für mich neu. Mama? Nein, Lockner. Ja, ich bin auch hier. Dachte mir, ich könnte helfen. Wir warten alle auf dich, Sam. Auf keinen Fall schleppe ich mich den ganzen Weg zurück. Komm schon, Fredger. Los geht's. Ich kann nicht, Sam. Und das nicht nur, weil ich am Ende bin. Die Strände sind zu gefährlich geworden, um Leute zu transportieren. Es gibt immer häufiger chirale Spitzen. Vielleicht infolge der landesweiten Erweiterung des Netzwerks. Zu viele Strände teilen sich denselben Raum, Verbindungen überschneiden sich und so weiter. Man kann sehen, wie sehr es das Netzwerk selbst belastet. Unter diesen Umständen ist ein Sprung über einen Strand zu gefährlich. Selbst wenn ich einen Strand erreiche, ist nicht vorherzusehen, wo ich auf der anderen Seite lande. Und ich könnte dort festsitzen. Darum kann ich auch nicht zu dir. Doch wenn ich den Eingang des Strands erreiche, könnte ich dich wohl dorthin bringen. Die Strände sind immerhin noch da. Das kann ich persönlich bezeugen. Also ja, du musst dich den ganzen Weg dorthin zurückschleppen. Aber danach, das verspreche ich, bringe ich dich zu Amelie. Direkt an ihren Strand. Ihr beide habt eine ganz besondere Verbindung. Dein Traumfänger, ihr Kipu. Das sind nicht nur Schmuckstücke. Es sind einmalige, unersetzbare Totems. Verkörperungen eurer gemeinsamen Erinnerungen. Zwei Seiten einer Münze. Der Preis für den Eintritt zu ihrem Strand. Traumfänger gehen auf die amerikanischen Ureinwohner zurück. Auf den Ojibwe-Stamm, um genau zu sein. Sie hielten angeblich Albträume fern und veränderten die Träume. Wenn Dooms wirklich Amelies Geschenk an uns ist, ihr Traum von unserer Zukunft, dann ist dein Totem vielleicht ein Aufruf, sie zu verändern. Es ist ein Test für dich, Hoffnung zu finden inmitten der Verzweiflung. Während wir auf dich warten, suche ich am Strand nach Amelie und dem Direktor. Bestimmt ist meine Bindung zu ihnen zu schwach, aber es ist besser, als untätig herumzusitzen. Ich versuche, in den Aufzeichnungen etwas über die drei zu finden. Vielleicht ist ihre Verbindung stärker als gedacht. Wir warten auf dich. Der Heimweg dürfte leichter sein, oder? Komm zurück in den Osten. Den Weg kennst du bereits.
Und wenn du hier bist. Oh. Meiner. Jetzt verschwinde von dort und geh nach Osten in Richtung Lake Knot City. Diesmal ist keine Fracht auszuliefern. Vielmehr bist du die Fracht. Das ist die Mission. Ekelhaft. Da ist das schön. Ich lach mich gleich kaputt, ey. Nein, eine letzte Bitte um Pizza? Oh komm, das lesen wir noch. 2 neue Mails, das schreiben wir. Aaron Hill. Kapitel 4. Ich hab's geschafft, Sam. Deine Schutzhütte ist fertig und wartet auf dich. Ich bin gerade in Mountain Knot City eingetroffen und dachte, dies wäre eine gute Zeit, um dir zu schreiben und es dich wissen zu lassen. Mann, ich war echt sicher, dass mir unterwegs irgendwo Terroristen auflauern oder mir GDs über den Weg laufen würden. Aber nein, ich habe es in einem Stück überstanden. Ich will mich hier aber nicht als Held aufspielen. Die Schutzhütte stand bereits, als ich Mountain Knot erreichte. Vielleicht hatten die Leute im HQ kein Vertrauen in mich und haben deshalb jemand anderen beauftragt. Nee, das würden sie nicht tun. Und außerdem ist unsere Personaldecke ohnehin schon dünn. Aber irgendwer muss sie ja gebaut haben. Aber weißt du was? Neben der Schutzhütte war da auch noch eine Leiter. Es ist schon ein verdammt gutes Gefühl, wenn man weiß, dass man nicht allein ist. Das hat mir auf jeden Fall den Tag versüßt. Hey, hast du sie da hinterlassen? Tja, falls ja, bedanke ich mich bei dir dafür. Hey, fühlt sich irgendwie so an, als wären wir jetzt Partner. Außerdem bin ich auf verlorene Fracht gestoßen. Ich dachte, ich könnte jemandem einen Gefallen tun, indem ich sie zustelle, aber nun ja, sie war einfach zu schwer, ich musste sie zurücklassen. Trotzdem war ich total aufgekratzt. Irgendwann habe ich mich sogar endlich getraut, einen Kryptobioten zu probieren. Also das ist echt nicht meins. Ein Bote, dem ich mal begegnet bin, sagte, ich solle irgendwann mal einen kosten. Ha, scheiß drauf. Oh, er sagte, er würde der Schutzhütte nach ihrer Fertigstellung einen Besuch abstatten und etwas Material mitbringen. Ich würde darauf wetten, dass dort mittlerweile einige Leute Sachen für andere zurücklassen. Schließlich machen Neuigkeiten in unserer kleinen Gemeinschaft schnell die Runde. Wir sind hier draußen nicht allein, Sam. Vergiss das niemals. Bleib stark. Kommt mir das nur so vor oder macht Aaron so ein bisschen, lässt alles so Revue passieren, was du als Spieler so kannst? Und das könnte gut sein, ja. Und interpretiert das auf seine eigene Art und Weise nochmal. Finde ich sehr interessant. Mein lieber Sam Bridges, ich schreibe heute in einer ernsteren Angelegenheit, als du es von mir gewohnt bist. Wenn dich diese Zeilen erreichen, werde ich bereits an den Strand verdammt sein, entmachtet von du weißt schon wem. Aber ich werde mich auf ewig an jede einzelne Pizza erinnern, die du mir so freundlich geliefert hast. Es gibt nur eins, das unsere Beziehung befleckt. Etwas, das schwer auf meiner Seele lastet. Es betrifft den einen Wunsch, den du mir so grausam verwehrt hast. Ich spreche natürlich von meiner Lieferung von Lake Knot City nach South Knot City. Ich gebe offen zu, dass ich nicht schnell vergebe und vergesse. Und dieser Makel zwingt mich dazu, auch dich nicht vergessen zu lassen. Mein Paket in einem Teersee zu versenken, statt es zum gewünschten Zielort zu bringen, war eine skrupellose Tat, die eines professionellen Boten unwürdig ist. Du solltest dich schämen. Das ist die Bombe. Ach so. Seine Bombe. Ach du Scheiße. Ist das Hicks? Machen wir weiter. Doch geschehen ist geschehen. Wenn du mir einen letzten Gefallen tust, kann ich dir vermutlich vergeben. Du weißt bereits, worum ich dich bitten möchte, oder? Pizza, Pizza, Pizza. Aber diese Lieferung könnte auch für einen erfahrenen Experten ein wenig problematisch werden. Die gewünschte Köstlichkeit erwartet dich beim Bunker des ersten Preppers, hoch oben auf einem schneebedeckten Gipfel, und muss von dort bis zu meiner Türschwelle gebracht werden. Das wird sicher nicht einfach, aber ich habe vollstes Vertrauen in den Mann, der Pizza liefert. Weiterhin habe ich als Zeichen meines guten Willens den Eingang zu meinen Privatquartieren geöffnet. Du kannst also meine Geheimnisse nach Herzenslust studieren. Ich verbleibe als dein ergebener Diener, Hicks Monaghan. Es war wirklich Hicks. Krass.
Ja, das machen wir ja auf jeden Fall. Ich will ja wissen, was da los ist. Er hat seinen Bunker aufgemacht. Aber Bunker des ersten Preppers, den müssen wir natürlich noch finden. Weil den kenne ich nicht. Hoch oben auf einem schneebedeckten Gipfel. Das kann ja nur der Berg, der Bergsteiger sein. Nee, nee, das wird ein neuer sein. Ach so. Meinst du? Da gehe ich jetzt mal sehr stark von aus. Haben wir die Karte nicht auch auf dem Terminal? Ich Dovi. Ein paar Bier hingeben, wa? Ja, erstmal ein Bier. Oder gleich drei. Zack. 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 Mal, was da so alles mittlerweile ist. Es ist wie diese Plastiksoldaten von früher. Kennst du die noch? Das ist so geil. Fun Fact: habe ich mich letztens erst mit Arne drüber unterhalten. Man könnte die Figuren jetzt so spielen wie bei Army Man. Oh, Army Man! Das war auch gut. Das war auch gut, ja. Ja, krass. Also, wir rekapitulieren. Peter Englert ist Hicks. Ja. Wir dürfen jetzt den kompletten Weg zurück. Ja. Holen uns noch. Holen uns noch den Bunker des ersten Preppers und schauen uns mal eben an. Wir haben einen neuen Talisman bekommen, glaube ich. Nö. Wir haben nur dieses Band von Fletcher wiederbekommen, weil es hatte sie doch ausgeliehen bekommen, damit sie uns wiederfindet am Strand, wenn wir gegen Hicks kämpfen. Aber was. Kristalle zu finden brauchen wir jetzt nicht. Ich bin eigentlich mehr dafür, dass wir gerade jetzt Wetter nehmen für den Berg. So. Folge jetzt beenden und ich werde das noch an die erste Folge mit dran klatschen. Das heißt, sie wird noch ein bisschen länger. Also, bis dann, Leute. Macht's gut.